In diesem Video geht es um die Lektion 92. Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Aus Ein Kurs in Wundern. Ich habe diese Lektion, das ist unsere heutige Tageslektion. Und als ich sie heute Morgen gelesen habe, hat sie mich sehr beschäftigt. Also ganz besonders beschäftigt. Und eigentlich wollte ich heute wirklich nicht aktiv irgendwie tätig werden. Das war so mein Plan, mein Plan. Und jetzt wurde dieser Plan geändert, weil die Stimme in mir sehr laut jetzt doch mir sagt, also eindringlich mir sagt, darüber zu sprechen. Und dann auch noch, ich habe dann versucht, tatsächlich heute Morgen, ich habe versucht, einen Podcast zu machen, also so einen kleinen Podcast halt, ne? Und das hat nicht geklappt. Ich habe ein paar Anläufe gemacht und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Und also das ist so umfassend, diese Lektion hier heute. Da musst du ein Video draus machen. Und das mache ich eben jetzt und werde ziemlich viel von der Lektion auch lesen, sie zum großen Teil eigentlich auch lesen. Die Lektion heute ist sehr, sehr stark und triggert auch gewisse Dinge an in mir. Und ich fühle, dass einfach diese Eindringlichkeit, diese Dringlichkeit, da mehr Klarheit reinzubringen und einfach mehr das wirklich zu bestärken, was hier in dieser Lektion heute gelehrt wird. Das will ich in mir bestärken und dadurch, dass ich es dir gebe, empfange ich es selbst und stärke es in mir. Also Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Der heutige Leitgedanke ist eine Erweiterung des vorhergehenden. Wenn du an Licht denkst, verbindest du es nicht mit Stärke und Dunkelheit verbindest du nicht mit Schwäche. Das liegt daran, dass deine Vorstellung davon, was Sehen bedeutet, mit dem Körper und dessen Augen und Gehirn verknüpft ist. So glaubst du, dass du verändern kannst, was du siehst, indem du dir Glasstückchen vor die Augen setzt. Mache ich auch gerade, ne? Das ist eine der vielen Arten magischer Annahmen, die aus der Überzeugung stammen, dass du ein Körper bist und dass des Körpers Augen sehen können. Du glaubst auch, das Gehirn des Körpers könne denken. Wenn du das Wesen des Denkens verstündest, könntest du über diese wahnsinnige Vorstellung nur lachen. Es ist genauso, wie wenn du glaubtest, dass du das Streichholz hältst, mit dem die Sonne angezündet wird. Und dass ihr ihre ganze Wärme gibt. Oder dass du die Welt in deiner Hand hältst, wo sie sicher festgehalten ist, bis du sie loslässt. Dabei ist das nicht törichter, als zu glauben, dass Körpers Augen könnten sehen und das Gehirn könnte denken. Okay. Unser Anliegen mit dem Kurs ist Heilung. Und es geht uns hier nicht um Heilung von Symptomen oder Heilung von irgendwelchen kleinen Konflikten in der Welt oder sonst wie oder großen Konflikten in der Welt. Weil wir verstehen, dass Heilung das Einzige, was man wirklich Heilung nennen kann, liegt in dem Wiedererkennen unseres wahren Selbst. Denn im Wiedererkennen unseres wahren Selbst ist vollkommene Heilung. Da ist nichts anderes mehr wie Einssein, wie der Himmel, das ist eigentlich unser wahres Selbst, ist im Himmel und hat den Himmel eigentlich nie verlassen.
Wir nehmen uns jetzt aber wahr, wir haben die Wahrnehmung gemacht, die haben wir selber gemacht, die Wahrnehmung. Gott kennt keine Wahrnehmung, Gott nimmt nicht wahr. In Gott ist nur Erkenntnis. Und wir haben die Wahrnehmung gemacht mit dem Ego. Und das Hauptmittel für die Wahrnehmung oder überhaupt das Mittel für die Wahrnehmung, Wahrnehmung geht nicht ohne den Körper. Wenn Gott keine Wahrnehmung kennt, dann kennt auch Gott keinen Körper. Und der Körper ist genau das, was wir mit dem Ego gemacht haben. Träumen, ne? Gemacht. Aber wenn wir wirklich hinschauen, sind wir ja immer noch sehr identifiziert mit diesem Vehikel hier, mit dem, was wir meinen, was wir sind. Wir haben den Körper gemacht mit dem Ego, um die Trennung zu beweisen. All unsere Sinne und so eben auch das Sehen, was wir denken, was wir sehen, wir denken, wir sehen mit den Augen und können besser sehen mit der Brille, ja, aber der Körper, der will nur beweisen, ja, beweisen in Anführungsstriche, weil er kann es ja nicht beweisen, aber wir sind, können sehr dumm sein und darauf reinfallen und das sind wir ja auch, ja. Er will beweisen mit dem Körper und durch die Sinne, dass wir nicht sind, was wir wirklich sind, nämlich Gottes Sohn, nämlich vollkommen geheilt und ganz. Der Glaube daran, ein Körper zu sein, ist die größte Falle überhaupt. Das ist überhaupt die Versuchung. Die Versuchung des Ego ist, du bist ein Körper. Vater, führe mich durch diese Versuchung. Nicht in die Versuchung. Vater, führe mich nicht in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung. Das ist, habe ich schon mehrmals darüber gesprochen. Das ist wirklich unglaublich, ja. Dieses im Vater unser, diese Stelle. Aber da sind auch mittlerweile schon sehr viele Christen, die das sehr in Frage stellen. Vater, führe mich durch diese Versuchung zu denken, dass ich ein Körper bin und zu denken, dass ich sehen kann. Mit diesen Augen sehe ich doch nur etwas, was getrennt ist von mir. Mit meinen Ohren höre ich doch nur etwas, was außerhalb von mir ist. Ich höre sogar meine eigene Stimme, also muss auch meine Stimme außerhalb von mir sein. Ja. Ich fühle mit meinen Händen doch nur etwas, was außerhalb, auch mein Körper fühle ich, das heißt auch der Körper ist außerhalb von mir. Meine Sinne erzählen mir doch nur von dem, was getrennt ist von mir. Und deswegen diese zwei ersten Absätze, um uns erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass der Körper, dass wir mit dem Körper nicht sehen können und auch nicht fühlen können. Ja. Und dass das so irre ist. Wir sind so größenwahnsinnig, ja, in dieser Identifikation mit dem Körper, so größenwahnsinnig, dass Jesus das vergleicht mit dem Glauben, dass ich meine, ein Streichholz halte und damit die Sonne anzünde. Ja. Ich bin so größenwahnsinnig, mit dem zu denken, ich bin ein Körper und die Sonne ist, steht jetzt symbolisch für meine wahre Identität, für das, was ich wirklich bin. Das Streichholz steht hier für dieses kleine Selbst, für den Körper, der ich meine zu sein. Ja? Ich denke, ich habe alle Macht, ich bin so mächtig. Der Mensch denkt doch auch von sich selbst, er wäre, wer weiß was, also das so ein intelligentes, unglaublich tolles Wesen, ja. Okay, da müssen wir nicht weiter drüber reingehen jetzt. Die Stärke Gottes in dir ist das Licht, in dem du siehst. Also es ist nicht das Sonnenlicht, es ist nicht das elektrische Licht, es ist die Stärke Gottes, ist das Licht, in dem ich sehe. Es ist ein geistiges Licht. Es ist das Geistige, das ist das Licht. Ja? So wie es auch sein Geist ist, mit dem du denkst. Ja, ich kann ja getrennt von Gott gar nicht denken. Ich kann viele wahnsinnige Gedanken denken, aber das ist, kann man nicht Denken nennen, weil Denken ist nur von Gott. Wirkliches Denken ist nur von Gott. Und
Eigentlich können wir dieses Wort denken gar nicht mal verstehen, weil Gott denkt ja nicht in Wörtern, er denkt ja nicht in Symbolen, ja. Das ist auch nur wieder eigentlich eine Art und Weise, wie wir, ja, wie Jesus uns dort abholt, wo wir halt einfach sind jetzt in der Identifikation mit dem Körper, ja. Gott dehnt aus, Liebe aus, er erschafft, ja, und wir nennen das Denken. Aber auch da muss man einfach vorsichtig sein, weil Gott, wie gesagt, nicht in dem Sinne nicht denkt. Er hat ja dafür den Heiligen Geist erschaffen. Ja, der Heilige Geist ist der Mittler zwischen Illusion und Wahrheit. Und er kann uns Gedanken geben, weil Gott würde doch nie direkt mit uns sprechen in dem Sinne. Gott kann sich uns nur offenbaren. Ja, wir können Gott einfach nur in der Erkenntnis, das ist wie so eine Offenbarung, ne? Und Offenbarung ist auch nur zeitweilig, ne? Ist auch nur eine Zeit, eine kurze Zeit, ja. Aber der Heilige Geist, der kann uns Gedanken schenken. Jesus natürlich auch. Und das, also das funktioniert, ja. Und er spricht ja für Gott. Er kann nichts anderes als für Gott sprechen. Nimmt uns aber eben auch wahr, dort, wo wir meinen zu sein. Sonst könnte er ja auch nicht mitteln zwischen uns beiden. Zwischen Gott und seinem Sohn, der wir sind. Seine Stärke, also die Stärke Gottes, leugnet deine Schwäche. Eben deine Schwäche ist es, die durch des Körpers Augen schaut und in der Dunkelheit umherspäht, um ihr Ebenbild zu sehen. Ist ja klar, dass die Schwäche ist die Idee, getrennt zu sein. Die Schwäche ist die Idee, ein Körper zu sein. Und die nutzt natürlich, das ist der abgespaltene Geist in uns. Und der nutzt unsere Körper, unsere Augen, um zu sehen und um die Zeugen dafür zu finden, dass wir getrennt sind. Was sind die Zeugen? Das Ebenbild, ne? Die kleinen, Schwachen, die Kränkelnden und Sterbenden, die Bedürftigen, Hilflosen und Furchtsamen, die Traurigen, die Armen, die Hungernden und Freudlosen. Diese werden durch Augen gesehen, die nicht sehen und nicht segnen können. Puh, also ich, ehrlich, ich finde es einfach stark, ja. Ich finde es, also mich berührt es sehr, ne, weil es in mir sofort, also die Wahrnehmung von Menschen, die leiden oder überhaupt von Leid, die Wahrnehmung des Leids gibt mir Leid. Ne? Das ist doch wie, ich nehme das wahr, es ist wie ein Geben und Empfangen und das berührt mich doch selbst. Das ist, macht doch was mit mir, wenn ich das wahrnehme. Ne? Und dann möchte ich doch, kommt doch ein Impuls, was kann ich tun? Was möchte ich, was kann ich tun, ja, um das zu beenden oder wie kann ich hilfreich sein, um das zu beenden? Das ist, wäre der natürliche menschliche Impuls, ne? So. Und er sagt dann hier, all dieses wird durch Augen gesehen, die nicht sehen und nicht segnen können. Das gibt ja schon mal Hoffnung, ne? Das heißt, ich nehme das ja, hier ist ein Licht, hier kommt schon mal das Licht. Denn ich nehme das zwar wahr, aber nur, weil ich nicht sehe und weil ich nicht segne dann in dem Moment. Deswegen nehme ich das wahr. Also, es geht weiter. Da gibt es eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Und das kommt jetzt. Weil wir brauchen ja Hilfe, ne? Ich kann das doch nicht alles so stehen lassen. Ich will das ja nicht mehr. Ich will das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, ja? Und Jesus sagt ja sogar auch an anderer Stelle, solange du das alles wahrnimmst, bist du selber noch nicht wirklich, hast du dich noch nicht selber erkannt, ne? Steht jetzt auch später hier noch. Die Stärke übersieht diese Dinge, indem sie über die Erscheinungen hinausblickt. Und dieser Satz heute Morgen, ne, der hat dann auch wieder was mit mir gemacht, ne? So, da habe ich dann gleich die Stimme des Ego gehört, die kam dann und sagte, was? Das Ignorieren, einfach drüber hinwegschauen und was dann? Und dann habe ich auch an gewisse, ich habe ein paar ganz liebe Freunde. Und oder Brüder, Freunde ist dasselbe in diesem, also ich meine damit dasselbe, die auch noch sehr mit der Kirche sind und so, ja, und wo ich dann und die auch sehr in diesem, die Kirche hilft ja immer überall, ne? Man helfen, helfen, helfen und so, und
dem Leid und so weiter da was für tun und habe die Stimmen gehört. Ich weiß genau, was dann kommt. Ja, und das, da ja meine Brüder nur meine Projektion schlussendlich sind und meine Brüder bin ich, ist ja ihre Stimme meine Stimme. Ja, das ist ja nur, es spiegelt ja nur die Stimme des Ego in mir. Ne? Und dann habe ich mich damit wirklich beschäftigt. Die Stärke übersieht diese Dinge, indem sie über die Erscheinungen hinausblickt. Und das Ding ist, hier steht, ja, hier steht, die Stärke übersieht diese Dinge. Ja. Hier steht nicht, die Stärke übersieht die Brüder. Das finde ich jetzt ganz entscheidend. Ja. Wir werden nicht gebeten, über unsere Brüder hinwegzuschauen, unsere Brüder zu ignorieren oder sie zu übersehen. Die Brüder nicht, denn die Brüder sind ja der Sohn Gottes. Jeder hier ist eigentlich der Sohn Gottes. Das heißt, ich werde nur gebeten, über die Erscheinung, in der mein Bruder sich mir zeigt, hinwegzuschauen. Der Erscheinung nicht mehr zu glauben, nicht mehr zu vertrauen. Das ist ja genau das, wie Jesus geheilt hat. Jesus hat nicht geheilt, indem er Mitleid hatte oder Mitgefühl in dem Sinn. Ja, das hatte er in dem Sinne nicht. Er hatte großes Mitgefühl, aber anders. Er hat einfach nur über das Leid hinweggeschaut in das Licht, was dieser Bruder wirklich ist. Ja, indem ich, wenn ich mitleide oder Mitgefühl habe, dann helfe ich nicht, dann bestärke ich im Grunde die Armseligkeit, in der mein Bruder sich in dem Moment sieht oder wahrnimmt. Dann bestärke ich das, dann bin ich mit ihm da drin. Ja, so. Dadurch mache ich die Erscheinung wahr, dadurch mache ich hier die Welt wahr, die Illusion, den Traum, aus dem wir ja gebeten sind zu erwachen und woraus wir ja erwachen wollen, weil wir endlich heil sein wollen. Wir wollen ja unser Licht, das, wir wollen ja erkennen, Gott erkennen und das Licht, das wir sind, erkennen. Wenn ich aber bei meinem Bruder oder mit meinem Bruder bin oder wie auch immer, aber das Licht dahinter wahrnehme, was er wirklich ist, den Sohn Gottes sehe, ihn als Sohn Gottes sehe, das, was er wirklich ist, dann bestärke ich dieses Licht in ihm. Und dadurch, dass ich es in ihm bestärke, bestärke ich es in mir. Ja, das ist Heilung. Wir pflichten der Dunkelheit nicht mehr bei. Das tun wir nicht mehr. Wir sagen, ja, du bist arm, ja, du bist krank, ja, du bist, nein, in Wirklichkeit, das sage ich nicht mit Worten. Es geht hier nur um das Innere, um meine Innere, dass ich innerlich anders denke über die Situation, dass ich mit Gott denke, was bedeutet, ich kenne nur meinen Sohn, so wie ich ihn erschaffen habe und nicht anders. Alles andere sind Träume. Die gesamte Wahrnehmung sind Träume. Und wir wollen uns an das Ziel erinnern. Wir wollen erwachen aus dem Traum. Das ist das. Das ist das Ziel. Erwachen aus dem Traum. Ja. Und dieser Wille, aus dem Traum zu erwachen, ist der Wille, der einzige Wille, den wir wirklich haben. Und dieser Wille ist mit dem Willen Gottes eins. Darin liegt unsere Macht. Und so können wir heilen, ja, wenn wir uns mit dieser Stärke verbinden. Das wird jetzt hier auch noch mal ein bisschen klarer ausgedrückt. Also die Stärke übersieht diese Dinge, diese Erscheinungen, indem sie über die Erscheinungen, steht jetzt auch genau hier dieses Wort, hinausblickt. Sie hält ihren steten Blick auf das Licht gerichtet, das hinter ihnen liegt. Sie vereint sich mit dem Licht, von dem sie ein Teil ist. Sie sieht sich selbst. Ne? Wir sehen immer uns selbst. Ne? Entweder sehe ich ich sehe immer mein Ebenbild. Entweder fühle ich mich schwach und krank, dann sehe ich auch das. Oder als Opfer, dann sehe ich auch Opfer. Oder ich fühle mich als den Sohn Gottes. Ich spüre, ich erinnere mich daran. Ich bin in dieser Verbindung und sehe auch meine ganzen Brüder als Sohn Gottes, als die Wahrheit. Ja, das will ich. Ne?
Das ist für mich selbst so wichtig hier, weil ich auch immer wieder natürlich in diese Falle gehe. Und vor allen Dingen, wenn ich Nachrichten, wenn ich die Nachrichten, die Headlines anschaue, ja, das ist für mich, da muss ich immer ganz stark aufpassen und dass ich wirklich mich entscheide, ich will vergebend darauf schauen, ne? Oder auch mich selbst als Körper wahrnehmen, ne? Da auch immer, das ist wirklich, es ist ein stetes Lernen, ja. Die Stärke bringt das Licht, in dem dein Selbst erscheint, das große Selbst, mein wahres Selbst. In der Dunkelheit nimmst du ein Selbst wahr, das es nicht gibt. Stärke ist die Wahrheit über dich. Schwäche ist ein Götze, der fälschlich verehrt und angebetet wird, um die Stärke zu vertreiben und Dunkelheit dort herrschen zu lassen, wo Gott bestimmte, dass Licht sein sollte. Deswegen, das ist übrigens auch, ja, all diese Sachen, die kleinen, schwachen, kränkelnden, sterben und so weiter, bedürftigen, hilflosen und furchtsamen, traurigen, armen, hungernden und freudlosen. Die Identifikation damit ist die Versuchung des Ego. Ja? Das Ego schreit mit all diesen Erscheinungen, komm, 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 guck mal hier, guck mal hier. Ne? Und wenn ich darauf reinfalle, dann sehe ich mich hier, ich muss mich ja selber so sehen. Ich sehe, ne? Nur das, was Wahrnehmung ist immer ein Spiegel, keine Tatsache. Und damit hat das Ego mich in seinen Fittichen. Das Ego sagt zu mir, ja, guck doch mal, vergiss doch, dass du Gottes Sohn bist. Das stimmt doch alles gar nicht. Schau mal hier. Ne? Das ist so, wie du bist. Du bist das. Und das ist die Versuchung des Ego. Und wenn ich dann, ich kenne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das zum Beispiel, wenn ich dann darüber hinweg schaue, ja, ich kenne dann die Stimme auch des Ego, die sagt, mal guck mal, bist du hartherzig? Oder das geht doch nicht, ja. Du musst doch mitfühlen. Und dann kommt ein Gefühl von Schuld. Oh je, ich müsste doch hier helfen und ich müsste doch hier mehr sein und da mich müsste doch da viel mehr mitfühlen und viel mehr mich mit beschäftigen. Und das ist die Versuchung des Ego. Das ist jetzt ohnehin die Schuld, ist die Versuchung des Ego. Ja? Und das schafft es ja damit, ne? Mit so einem tollen Krieg, ja, schafft es wieder total wunderbar, Schuld und Täter, Opfer, das ganze Ding ist wieder da. Aber wir brauchen nicht mehr in diese Falle zu gehen. Wir wollen nicht mehr in diese Falle gehen, ja, und wir vergeben uns, wenn wir mal wieder in diese Falle gehen, weil wir werden auch wieder in diese Falle gehen. Aber wir vergeben uns und wir können aus dieser Falle jeden Augenblick heraus tapsen. Jeden Augenblick heraus. Und ich möchte einfach mal kurz auch auf Jesus eingehen. Jesus hat ja genau dasselbe. Er hat ja auch darüber hinweggeschaut. Sogar, das ist eben Nächstenliebe. Das ist wahre Nächstenliebe. Jesus hat sogar in seinem, als er am Kreuz war, hat er gesagt, hat er über die Erscheinung hinweggeschaut. Er hat über die Erscheinung seiner Nächsten hinweggeschaut. Er wusste, die wissen einfach nicht, was sie tun. Sie sind unwissend. Deswegen hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und genau so ist es jetzt für uns, ja. Auch wir wissen nicht, was wir tun. Der Mensch weiß nicht, was er tut. Vater, vergib. Na gut, Gott vergibt nicht, weil er nie geurteilt hat. Ja. Aber hilf mir vergeben. Denn niemand hier weiß, was er tut. Und hilf mir auch, mir selbst vergeben, denn auch ich weiß nicht, was ich tue. Ja. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe, das können wir nicht allein. Stärke kommt von Wahrheit und leuchtet mit dem Licht, das ihre Quelle ihr verliehen hat. Gott ist meine Quelle.
Schwäche spiegelt die Dunkelheit ihres Machers wider. Sie ist krank und schaut auf Krankheit, die so ist wie sie. Wahrheit ist ein Erlöser und kann nur Glück und Frieden für alle wollen. Sie gibt ihre Stärke jedem, der darum bittet, in unbegrenzter Fülle. Ja, die Wahrheit kann nur geben. Gott nimmt nie. Irgendjemand hat mal einen Kommentar geschrieben, dass Gott auch nehmen würde. Nein, Gott nimmt nie. Der Satz steht sogar wörtlich, sogar ziemlich wörtlich so im Kurs. Gott nimmt nicht, Gott gibt nur. Wie könnte denn Gott nehmen? Das ist wieder dieses alte Denksystem, ja. Gott hat ihn jetzt zu sich hoch im Himmel, wenn jemand stirbt, Gott hat ihn zu sich genommen. Und das ist alles, Gott nimmt niemanden in dem Sinne, nicht durch den Tod, niemanden zu sich, nicht durch den Tod. Die Welt wird nicht durch den Tod verlassen, sondern durch die Wahrheit, durch das Erwachen, zur Liebe, zu dem, durch die Erkenntnis dessen, was ich wirklich bin. Die Wahrheit gibt ihre Stärke jedem, der darum bittet, in unbegrenzter Fülle. Sie sieht, dass Mangel in einem auch Mangel in allen wäre. Und deswegen will sie den Mangel gar nicht mehr anerkennen. Und wir alle kennen das Gefühl des Mangels. Ich kenne es. Ja? Aber wir wollen den Mangel nicht mehr ernst nehmen. Der Mangel ist nicht Wahrheit. Ich brauche ihn nur leugnen und mich erinnern an das, was ich wirklich bin. In jedem Augenblick kann ich das tun. Deshalb gibt sie ihr Licht, also die Wahrheit, auf das alle sehen und als eins nutzen, daraus ziehen mögen. Denn wir können nur als eins, immer als eins nutzen, daraus ziehen. Niemand allein. Ich nehme alle immer mit. Das ist Heilung. Ich lasse niemanden außen vor. Ich, ja, im Gegenteil, ich die Kränkelnden und Traurigen und so weiter, ich nehme sie mit ins Licht. Ich lasse sie nicht dort in der Dunkelheit, in der Illusion und pflichte ihnen bei und dann sind wir beide in der Dunkelheit. Nein, ich nehme sie mit ins Licht. Ich erinnere ihren Geist, indem mein Geist in ihren Geist leuchtet, mit der Wahrheit, erinnere der Teil, der geheilte Teil in ihnen, der Teil in ihrem Geist, der sich an Gott erinnert, der ist damit verbunden und der hört das. Und der wird dadurch auch in meinem Bruder gestärkt. Das ist Heilung. Das ist Heilung. Ihre Stärke wird geteilt von allen, auf dass sie allen das Wunder bringen möge, indem sie sich im Zweck und in Vergebung und in Liebe vereinen werden. Und niemand sagt übrigens, dass das einfach ist, ja. Ich fand das übrigens auch gestern in der gestrigen Lektion, ja. Das habe ich eigentlich jetzt mal zum ersten Mal. Man liest ja immer wieder was Neues jedes Jahr, wenn man das wieder neu macht. Und gestern habe ich so ganz bewusst zum ersten Mal ganz bewusst gelesen, dies hier gesagt zu bekommen, also in der gestrigen Lektion 91 gesagt zu bekommen, dass das, was du nicht siehst, vorhanden ist, klingt wie Wahnsinn. Es ist sehr schwer, dieses Wort sehr schwer, habe ich gestern zum ersten Mal dort bewusst gelesen. Es ist sehr schwer, die Überzeugung zu erlangen, dass es Wahnsinn ist, nicht zu sehen, was da ist und stattdessen zu sehen, was nicht da ist. Das ist sehr schwer, steht hier. Also es ist nicht einfach. Niemand sagt, dass es einfach ist. Aber wir können es, weil Jesus sagt, all das, worum ich dich bitte, das kannst du tun. Und unsere Motivation ist hoch, sehr, sehr hoch, weil wir diesen Frieden, weil diese Sehnsucht nach Frieden und nach Heilung, ja, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr stark ist. Und das ist unsere Motivation. Und deswegen können wir das auch. Wir sind ja nicht allein auf dem Weg. In dem Moment, wir haben mächtige Gefährten an unserer Seite. Und dann schaffen wir das. Und es gibt nicht, niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Niemand. Die Schwäche, die im Dunkel schaut, kann keinen Sinn und Zweck in der Vergebung und der Liebe sehen. Sie sieht alle anderen als von sich selbst verschieden und nichts in der Welt, was sie mit anderen teilen möchte. Sie urteilt und verdammt
liebt aber nicht. In der Dunkelheit verweilt sie, um sich zu verstecken, und träumt, dass sie stark und erobernd ist, ein Sieger über Grenzen, die nur in der Dunkelheit ins Riesenhafte wachsen. Das ist wieder diese Dualität, ne? Also derjenige, der träumt, der muss so träumen, ne? Einmal fühlt er sich total schwach, dann fühlt er sich total stark, und einmal meint er, ein Verlierer zu sein und dann ein Gewinner. Und in der wahren Größe, die wir wirklich sind, da geht es nicht um Gewinner und nicht um Verlierer, sondern da geht es nur um das Sein, das reine Sein, um das, was wir wirklich sind. Und das braucht nicht kämpfen, das braucht sich nicht beweisen, das muss überhaupt nichts, das ist nicht laut, das ist einfach nur das ist. Und es wartet total geduldig, mit unendlicher Geduld, bis wir endlich bereit sind, die Wahrheit anzunehmen. Sie fürchtet, also die Schwäche, sie fürchtet und greift an und hasst sich selbst. Und Dunkelheit bedeckt alles, was sie sieht, und ihre Träume werden so furchtbar wie sie selbst. Nicht Wunder gibt es hier, sondern nur Hass. Sie trennt sich von dem, was sie sieht, derweil Licht und Stärke sich als eins wahrnehmen. Das ist eben das Typische, die Trennung für die Schwäche. Schwäche ist Trennung und Stärke ist Einssein. Das Licht der Stärke ist nicht das Licht, das du siehst. Weder verändert es sich, noch flackert und verlöscht es. Es wechselt nicht von Nacht und zu Tag und wieder zur Dunkelheit, bis wieder Morgen wird. Das Licht der Stärke ist konstant, sicher wie die Liebe und ewig froh, sich zu verschenken, weil es niemanden als sich selber geben kann. Und wenn du immer noch eine Instabilität wahrnimmst, wie ich auch, ja, dann ist es nicht, weil das Licht der Stärke dann nicht da ist, das Licht nicht da ist, das Licht ist immer da und Gott ist immer da, sondern es ist nur, weil wir dann in dem Moment uns wieder anders entschieden haben. Das macht aber nichts, es ist ja nur ein Irrtum, es ist nur ein Fehler, und wir brauchen ja nur, uns wieder neu zu entscheiden dann. Niemand kann vergeblich darum bitten, ihre Sicht mit ihr zu teilen, und niemand, der in ihre Wohnstadt tritt, könnte fortgehen ohne ein Wunder vor seinen Augen und ohne dass Stärke und Licht in seinem Herzen weilten. Ja. Niemand, also wenn wir Gott anrufen, Gott antwortet immer. Immer, immer, immer. Und seine Antwort ist immer irgendeine Form von Frieden. Die Stärke in dir wird dir das Licht schenken und dein Sehen derart lenken, dass du bei nichtigen Schatten nicht verweilst, die dir deines Körpers Augen liefern, um dich zu täuschen. Die Stärke und das Licht vereinen sich in dir, und wo sie sich begegnen, da steht dein Selbst bereit, dich als sein Eigen zu umfangen. Mein großes, mein wahres Selbst, meine wahre Identität. Dies ist die Stätte der Begegnung, die wir heute zu finden suchen und wo wir ruhen wollen, denn Gottes Frieden ist dort, wo dein Selbst, sein Sohn, jetzt darauf wartet, sich selber wieder zu begegnen und eins zu sein. Ja. Lass uns so oft wir können den heutigen Leitgedanken wiederholen und erfassen, dass wir in das Sehen eingeführt und von der Dunkelheit ins Licht geleitet werden, in dem nur Wunder wahrgenommen werden können. Und Wunder sind einfach Berichtigungen unseres Geistes. Wir nehmen neu wahr. Mit einem Wunder lassen wir uns vom Heiligen Geist ein anderes Bild geben. Unser Bild der Angst und der Schwäche wird ersetzt durch ein Bild der Stärke. Wunder werden im Licht gesehen, und Licht und Stärke sind eins. Lasst uns einen Augenblick gemeinsam darin verweilen. Und lass uns dankbar sein
miteinander, dankbar füreinander. Wir brauchen einander, jeden hier. Und wir brauchen auch die Kränkelnden und Sterbenden und die Schwächelnden, denn sie sind unsere Erlöser. Sie geben mir die Möglichkeit, mich und meine Wahrnehmung und die Welt zu erlösen. Jeder hier. Und so ist jeder hier wichtig. Jeder. Oh, danke. Danke, 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 danke. Und danke für dich. Danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Danke für deine Wertschätzung, in welcher Form auch immer sie mich erreicht. Danke. Und sei gesegnet.